Auf der urologischen Station erwartet das Schwesternteam von Assistenzarzt Mike Arendt heute eine Patientin in Begleitung ihrer besten Freundin. Auf den Arzttermin in 2 Wochen kann und will die 24-jährige Denise nicht mehr warten. Doch die Schmerzen sind nicht das einzige Problem der jungen Singlefrau. Ich hätte nicht mal kurz zu Ihnen. Wo drückt der Schuh? Ich habe starke Unterleibsschmerzen und starke Schmerzen im Wasserlassen. Also normal habe ich einen Termin, aber bis 2 Wochen halte ich nicht aus. Also ein Termin beim niedergelassenen Urologen? Ja, in 2 Wochen erst, aber das geht gar nicht. Also wir vermuten, dass sie eine Blasenentzündung hat. Sie hat aber beim letzten Mal auch schon Antibiotikum verschrieben bekommen. Aber das hat halt gar nicht gewirkt. Also es ist wie vorher. Und die Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen? Ja, extrem. Okay. Und haben Sie das Gefühl, Sie können viel Wasser lassen? Oder? Nee, es geht immer nur tropfenweise. Okay, Tröpfchen. Ja, es sind schon ganz normale Symptome einer Blasenentzündung. Interessant ist, dass das Antibiotikum nicht wirkt. Haben Sie vaginalen Auswurf? Nein. Okay. Könnte es denn sonst irgendwas sein? Also was Schlimmeres, wenn es keine Blasenentzündung wäre? Also es könnte halt viel sein. Es ist nicht meine Art, jetzt mutzumaßen, aber es könnte halt eine Reizblase sein. Es könnten immer auch Geschlechtskrankheiten sein. Herr Frauschotter, haben Sie denn einen Lebensgefährten oder einen Freund? Nein. Okay. Haben Sie wechselnde Geschlechtspartner? Nein. Okay. Aber du bist doch mit Ben zusammen. Und du hattest im letzten Jahr ja auch schon 3 verschiedene Partner. Ja, Lilly, ich bin aber gar nicht mit Ben zusammen. Was ja, aber das läuft doch schon. Ihr hattet doch schon Sex und sowas. Ja, wir hatten schon, aber was wen interessiert das? Aber ich bin trotzdem nicht mit ihm zusammen. Das nervt. Anhand der geschilderten Symptome habe ich eine Blasenentzündung vermutet. Dazu muss man auch noch sagen, dass die Patientin in der Vergangenheit häufig wechselnde Geschlechtspartner hatte. Und das begünstigt eine solche Entzündung auch. Also ich würde sagen, wir machen folgenden Fahrplan. Wir haben das Blut abgenommen, genau. Urintest kommt. Und ich würde eben einen Ultraschall von ihrer Blase, einen Abdominal-Ultraschall machen. Okay. Ja? Die Untersuchung zeigt eine verdickte Blasenwand. Ein erster Hinweis auf eine ernste Erkrankung. Zusätzlich steht für die Angestellte im Anschluss ein Urintest an. Doch die 24-Jährige wirkt zunehmend gestresst. Ich glaube, dein Handy ist schon wieder. Nee, ich kann doch nicht da sein. Schon wieder, Ben. Hey, was ist denn schon wieder, Ben? Was ist eigentlich euer Problem? Er ruft mich ständig an. Es nervt. Er kontrolliert mich. Verstehst du das nicht? Nee, er kontrolliert dich. Was meinst du damit? Ja, er will wissen, wo ich bin, was ich mache. Es nervt. Ich komm doch mal ein bisschen runter. Vielleicht fragt er nur, was du machst, weil er mit dir einen Kaffee trinken möchte. Nee, komm, vergiss es. Du kennst die Story mit Thomas. Ja, nur weil Thomas so schlimm war, heißt es nicht, dass Ben auch so schlimm war. Darf ich ganz kurz stören? Können Sie vielleicht kurz ein bisschen Urin hier einmachen? Hier vorne haben wir nämlich direkt die Toiletten. Okay, und dann alles klar. Der Ben ist der Freund von ihr, oder? Ja, die daten sich halt die ganze Zeit. Er ist auch wirklich lieber, aber weil sie halt so schlechte Erfahrungen mit dem Ex-Freund gehabt hat, ist sie jetzt ein bisschen drüber. Und er hat halt nur gefragt, was sie macht und wo sie ist. Und sie denkt halt die ganze Zeit, er ist ein übelster Kontrollfreak. Ob ihre neue Bekanntschaft tatsächlich so ein übler Kontrollfreak ist, wird sich später noch zeigen. Aus der Notaufnahme wurde in der Zwischenzeit eine neue Patientin mit einem kuriosen Problem überwiesen. Sie wird von Schwester Birke zu Gynäkologin Dr. Johanna Krämer begleitet. Mir ist so ein peinliches Malheur passiert. Und zwar habe ich aus dem Internet so einen Beauty-Trend nachmachen wollen. Und naja, jedenfalls habe ich ein tierisches Brennen und Stechen im Unterleib. Und da ist mir halt Blondierung. Oh Gott, das brennt ja total tierisch. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und jedenfalls habe ich mir dann auch Glitzersteinchen. Glitzersteinchen? Was? Vom Intim Glitzersteinchen. Ja. Okay. Und die Glitzersteine sind ja nicht so schlimm, aber diese Blondierung enthält ja Wasserstoffperoxid und das brennt wie Teufel. Das Gefühl, ne? Ich glaube, dass mir die ganze Blondierung irgendwie reingelaufen ist. Ach, du. Okay. Willst du mal angucken? Da hilft nichts, das müssen wir uns angucken und da müssen wir was machen. Ne? Die Frau Kling wollte anscheinend ihr Sexualleben ein wenig auffrischen und hat sich dann aus dem Internet so ein Video angeschaut, wie man da unten die Haare färben kann und mit Glitzersteinchen verschönern kann. Aber dieser Schuss ist dann echt nach hinten losgegangen. Also was ich sehe, ist, dass es da etwas glitzert. Das ist ziemlich unnormal. Und zwar... Sind das die Glitzersteinchen?
Könnte das sein, dass da eins von diesen Steinchen da... Das ist ja wie so eine Scherbe, wie so eine Glasscherbe. Ja, ne? Dann wird es das wahrscheinlich auch sein, was so immer beim Laufen so gedrückt hat und gescheuert hat. Ne? Dann muss ich jetzt mal da angeln. Das ist auch nicht angenehm, ne? Ja, das zieht ein bisschen. Ja. So, da haben wir den ersten Übeltäter. Ein schönes grünes Steinchen, sieht hübsch aus. Das ist ein bisschen kompliziert. Schönheit und Gesundheit darf sich eigentlich nicht ausschließen. Aber viele Tipps aus dem Internet sind nicht gerade gesundheitsfördernd. Die Menschen sollten das schon sehr bewusst durchlesen und vor allen Dingen auch auf die Beipackzettel achten. So, alle sind sie weg. Ja. Ich spüle das jetzt aus, einfach mit einer physiologischen Kochsalzlösung. Ja. Sie bekommen von uns dann auch noch Zäpfchen aufgeschrieben. Es ist einfach dann nur Milchsäurezäpfchen, damit die Scheidenflora wiederhergestellt wird. Die ist nämlich durch das Oxidationsmittel schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ne? So. Kann das dann irgendwelche Nachfolgen haben? Oder? Sie sind schnell hier gewesen, wir haben es schnell entfernt. Also bevor da große Schäden aufgetreten sind, haben wir das Übel ja schon entfernt. Ne? Ah, Gott sei Dank. Die Behandlung kann eigentlich ja nur so sein, dass man die Fremdkörper entfernt, was ich auch gemacht habe. Sicherheitshalber habe ich noch einen Ultraschall gemacht, um auszuschließen, dass nicht Steinchen in die Harnblase oder in die Gebärmutter gelangt sind. Das war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Ich habe der Patientin noch zum Wiederaufbau der Scheidenflora Milchsäurekapseln verordnet. Und dann muss sie einfach ein bisschen Geduld haben. So 2-3 Tage wird es dauern, bis die Beschwerden ganz verschwunden sind. Und Sex kann ich halt wieder ganz normal? Also heute würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Aber ich meine, könnte ein bisschen unangenehm werden. So, dann können Sie Beine wieder runternehmen. Ich schreibe Ihnen noch die Milchsäurezäpfchen auf. Ja, da bin ich jetzt auch viel erleichterter, dass ich weiß, was los ist. War gut, dass Sie gekommen sind direkt. Ja. War die richtige Entscheidung. Vorsicht mit solchen Experimenten. So. Nicht alles, was im Internet steht, ist auch sinnvoll. Die 36-jährige Marisa hat sich schnell erholt und verzichtet künftig auf ausgefallenen Intimschmuck. Assistenzarzt Mike Arendt hat inzwischen die Ergebnisse seiner Patientin mit den Blasenbeschwerden vorliegen. Noch ahnt Schwester Nicole nicht, dass es gleich zu einem handfesten Streit auf dem Krankenhausflur kommt, als sie auf den Freund der 24-Jährigen trifft. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich suche den Schatz. Wer sind Sie, wenn ich frage? Ich bin der Freund von mir. Der Freund von Frau Schröder, ja. Alles klar. Warten Sie rein, einen Moment hier. Ich guck mal gerade. Ich wollte eh zu Ihnen. Frau Schotter? Da ist ein Ben von für Sie da, Ihr Freund. Ja, vielleicht. Was machst du hier? Ist es gerade dein Ernst? Nee, bleib da. Ist es dein Ernst? Du hast ihn angerufen? Ja, ich habe ihn angerufen. Du bist meine Freundin. Warum hintergehst du mich so? Warum machst du das hinter meinem Rücken? Er hat sich Sorgen gemacht. Ist es dein Ernst? Was willst du hier? Ja, hier, nimm deine scheiß Blumen und geh. Lass mich in Ruhe. Du erdrückst mich. Ich habe keine Luft zum Atmen. Hier einfach bitte. Vielleicht ist es einfach besser, wenn Sie hier nehmen Sie die Blumen vielleicht mit. Echt? Nein. Vielleicht kommen Sie jetzt erstmal mit in den Behandlungsraum. Hier so eine Eskalation, das bringt ja auch nichts. Ne? Dann gehen wir mal gerade zum Arzt. Die abweisende Reaktion auf den Besuch des Freundes kann sich Denise' beste Freundin nicht erklären. Doch zunächst sind die gesundheitlichen Probleme der Angestellten wichtiger. Die Ergebnisse geben dem Assistenzarzt allerdings Rätsel auf. Ich sehe anhand des Tests, ich muss die einmal kurz studieren, Sie haben erhöhte lokale Entzündungswerte, aber es konnten keine Keime nachgewiesen werden. Also Sie haben keine Geschlechtskrankheit, das ist hier schon mal sehr gut. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn Sie keine Keime haben, dass das Antibiotikum nicht funktioniert hat. Dennoch haben Sie erhöhte Entzündungswerte. Also das ist halt, wir stehen gerade vor einem Rätsel, weil wir versuchen gerade das Puzzle zueinander zu kriegen. Und jetzt müssten wir eine Blasenspiegelung machen. Das ist natürlich ein invasiver Eingriff. Das ist auf jeden Fall unangenehm, aber es tut auf keinen Fall weh. Okay. Ja, aber das ist sozusagen eine Blasenspiegelung, können wir auf jeden Fall herausfinden, wo das Problem ist. Ja, bitte. Nun bleibt zu hoffen, dass die Blasenspiegelung endlich aufdeckt, was hinter den Beschwerden der 24-Jährigen steckt. Nach der Untersuchung vermutet Mike Arendt, dass die Beziehung zu Freund Ben nicht ganz unschuldig an der Lage von Patientin Denise ist. Wir konnten eine genetisch
durchlässige Blasenschleimhaut feststellen. Und das ist ja auch schon minimal das, was wir beim Ultraschall gesehen haben. Das erklärt jetzt auch, warum wir keine Keime feststellen können. Sie haben keine normalen Blasenentzündungen, sondern eine Art interstitielle Blasenentzündung. Oh Gott, und was heißt das? Das hört sich schlimm an. Ja, geht. Das ist nach der normalen Blasenentzündung die zweithäufigste, auch akut infektiös genannt. Das hat eine sehr stark genetische Variante. Aber wird sie denn wieder gesund? Man kann es behandeln. Also das Gute ist jetzt, wo wir wissen, in welche Richtung wir zielen, können wir besser zielen. Eine komplette Klärung kann es natürlich nur eine Biopsie der Schleimhaut geben. In einer Biopsie entnehmen wir kleine Anteile der Blasenschleimhaut und untersuchen sie in der Pathologie. Und erst dann können wir mit 100%iger Gewissheit sagen, woran die Patientin erkrankt ist. Was uns aber neben den wirklich objektiv messbaren medizinischen Problemen Sorgen bereitet, war eindeutig das Liebesleben unserer Patientin, die Art und Weise, wie sie mit ihrem Freund umgeht. Es ist auch eine Krankheit wie viele, die psychosomatische Aspekte hat. Das heißt, dass wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie generell gestresst, genervt sind, kommt die Krankheit krasser raus. Haben Sie denn viel Stress? Ja, es geht so. Ich habe so den Eindruck, Sie haben da mit Ihrem Freund zu Stress. Warum ist das denn so? Ja, nee, er ist jetzt nicht mein Freund. Wir hatten mal ein Date und ja, er ist eigentlich auch ganz nett. Aber ich weiß nicht, ich hatte halt schlechte Erfahrungen mit meinem Ex-Freund. Der war am Anfang genauso nett wie Ben. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich dem wichtig bin und er sich um mich sorgt. Und im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, dass er nur kontrolliert hat. Der war eifersüchtig. Ich durfte nicht mal mit meiner besten Freundin was unternehmen. Quatsch. Und ich habe einfach das Gefühl, ja, ich mag Ben schon, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Männer sind im Endeffekt alle gleich. Denk doch noch mal über alles nach. Guck mal, er hat sich Sorgen gemacht. Er kam ins Krankenhaus mit Blumen. Er hat dich nicht eingeengt. Er hat sich Sorgen gemacht. Er wollte wissen, wo du bist und was du machst, weil er sich Sorgen gemacht hat. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du bist im Krankenhaus. Und er war sofort da nach 5 Minuten. Welcher Mann würde das machen? Gut, aber bei der Vorgeschichte. Du hast bestimmt, ich kann es verstehen. Ich kann dich wirklich von ganzem Herzen verstehen. Was, wenn das das Gleiche ist? Aber gib euch doch einfach ein bisschen Zeit. Finde heraus, ob er genauso ist. Ich habe vorhin mit ihm geredet, als du im OP warst. Und er hat gewartet. Er ist nicht gegangen. Wenn du willst, kann ich ihn holen. Dann könnt ihr noch mal in Ruhe sprechen und du entschuldigst dich bei ihm. Meinst du, er kommt? Ganz bestimmt. Das zeigt ja, dass sie ihm ganz schön wichtig sind. Ja, hoffe ich. Holen Sie den jungen Mann? Ja. Okay. Denise erzählte uns ja, dass sie so schlimme Erfahrungen mit ihrem Ex-Freund gemacht hat. Das hat richtig tief bei ihr gesessen. Und deswegen dachte sie, dass Ben genauso ist, obwohl er sich einfach nur Sorgen um sie gemacht hat. Aber die Verletzungen in ihrer Seele waren einfach wirklich zu groß. Und ich kann dann schon verstehen, dass sie so reagiert hat. Na, da ist er. Gehe ich mir direkt was auf Seite hier. Hey. Ich wollte ja nichts Böses. Was ist denn los? Ja, Mama, tut mir leid. Ich wollte vor ihm nicht so ausrasten und kannst du mir verzeihen? Ja, schön. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall von unserer ärztlichen Seite und Schwesterseite sehr, sehr viel Erfolg. Das junge Liebesglück würde ich nicht aufhalten wollen. Ja. Gut, dass Sie sich da so eingemischt haben. Ja, klar. Gutes, danke. Ja. Und auch sehr toll von Ihnen, dass Sie die Größe haben, zu verzeihen. Das Paar hat sich versöhnt und Denise hat verstanden, dass sie Ben eine Chance geben muss, anstatt ihn ständig mit ihrem Ex-Freund zu vergleichen. 3 Tage später konnte sie die Klinik verlassen und hat ihre Blasenprobleme dank einer gezielten Therapie im Griff.